Hallo, meine Lieben. Ja, ich war gerade bei meiner Bekannten und sie bestellt immer Bio-Grapefruit-Extrakt über mich. Freue ich mich natürlich. Den Link findet ihr wie immer in meinem Profil und ich freue mich auch, wenn ihr sonst über den Link bei Narayana vorbeischaut. Dieses Bio-Grapefruit-Extrakt hat mir schon so oft geholfen. Meinem Mann und auch bei meinen Tieren ist es sehr, sehr hilfreich. Mein Mann hat unter anderem auch Asthma und vor vielen Jahren haben wir natürlich die ganzen Ärzte durchgemacht mit Allergietests und sonstigem. Das wird jeder kennen, der Asthma hat. Und das Einzige, was dabei rauskam, wie immer, waren natürlich Tabletten. Und es war aber auch so, dass diese Tabletten immer mit der Zeit erhöht werden mussten, weil die Wirksamkeit einfach nachlässt. Und als Alternative natürlich noch das Asthmaspray. Ja, ich bin durch meinen Bruder an Nahrungsergänzungsmittel gekommen und er hat mir auch sehr viele Infos gegeben über Bio-Grapefruit-Extrakt, DMSO, CDL, Wasserstoffperoxid, das gehört alles zu meiner geheimen Hausapotheke. Könnt ihr auch bei meinen Videos sehen. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe es natürlich bei meinem Mann ausprobiert, denn ich habe kein Asthma. Und es ist so, dass mein Mann wirklich keine Luft mehr so bekommen hat. Er hat wirklich, wirklich Schwierigkeiten gehabt beim Atmen. Sehr viel gehustet, sehr viel Schleim hat sich gelöst. Und dieses Asthmaspray hat halt kurze Linderung gebracht, hat aber auch starke Nebenwirkungen. Unter anderem eben enthält es auch Cortison. Und ja, könnt ihr alles nachlesen im Beipackzettel, wenn es euch betrifft. Es ist wirklich erschreckend, was da drin steht. Und vieles trifft auch zu. Ja, auf jeden Fall, mein Mann ist offen für alternative Behandlungsmethoden, Gott sei Dank. Ich natürlich auch. Und ich habe es nach Anleitung angewendet. Man fängt mit ein, zwei Tropfen an und kann erhöhen bis 15, 20 Tropfen, sogar noch höher dosiert. Aber das macht man eigentlich ja, vielleicht im Notfall, wenn man mal erkältet ist oder Grippe hat, ja, sonstiges. Ja. Wenn mein Mann morgens ein Glas Wasser mit diesen Tropfen zu sich nimmt, im Abstand von 1 bis 2 Stunden zu herkömmlichen Tabletten, hat er innerhalb von 20, 30 Minuten keine Beschwerden mehr. Das ganze Asthma ist weg. Der Schleim löst sich und geht alles weg und er bekommt einfach super Luft. Und das alles ohne Nebenwirkungen. Im Gegenteil, es soll auch sehr gut für Magen-Darm ja, Bakterien sein und eben die Verdauung fördern, weil es eben ja auch Bitterstoffe enthält. Es wirkt gegen Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten. Darum wende ich es auch bei meinen Hunden an, so gut wie es eben geht. Ja, muss man eben ausprobieren und auch nach der Dosierung schauen. Und falls ihr mehr Interesse daran habt, ich hänge hinten natürlich weitere Infos ran und dann könnt ihr das gerne nachlesen. Ich bin so begeistert von diesem Bio-Grapefruit-Extrakt, überhaupt wenn es um Asthma geht. Ja, ich habe es natürlich fleißig weiterempfohlen, weil sehr viele Menschen mit den Atemwegen Probleme haben. Und auch ein Bekannter von meinem Bruder, ja, der hatte fürchterliche Atemprobleme, der kam schon fast die Treppe nicht mehr hoch. Und ihm hat das natürlich auch empfohlen. Und gleich nach der ersten Einnahme gleich so ein großer Erfolg. Ja, ich muss echt sagen, ich bin total begeistert und ich gebe mein Wissen gerne weiter und habe es natürlich auch meinen Bekannten weitergegeben. Und wie gesagt, meine Freundin bestellt es immer über mich und ich habe es ihr vorhin gebracht und ihr Mann hat auch Asthma und sie bestellt es jetzt schon 2 Jahre bei mir. Das darf nie ausgehen und sie hat es immer zu Hause. Ja, wie dankbar, dass ich bin, dass es solche Mittel gibt, das kann ich gar niemandem sagen. Es ist ein natürliches Antibiotika, einfach hochwirksam und ich lasse mir da auch keine Angst machen durch die Pharmaindustrie oder durch Medien. Man darf Grapefruit nicht zu sich nehmen, wenn man irgendwie Medikamente nimmt oder sonstiges. Mein Mann muss auch Medikamente nehmen, er ist im Pflegefall und ich kümmere mich natürlich fleißig um ihn. Und ja, was soll ich sagen? Man muss einfach die Zeit einhalten, 1 bis 2 Stunden Abstand und dann geht es ihm einfach sehr gut. Jede Tablette, die ich vermeiden kann und jedes Asthmaspray bringt
nur Vorteile für die Gesundheit. Ja, die Beipackzettel würde ich immer lesen und meistens trifft es auch zu, was da drin steht. Ja, und ich verwende Bio-Grapefruit-Extrakt natürlich auch für offene Wunden. Auch bei meinen Tieren, wenn die mal irgendwo einen Kratzer oder was haben oder einen Wespenstich, habe ich ja auch schon Videos dazu gemacht und da stehe ich auch dahinter. Ich sehe es aus, dass es eben sehr hoch desinfizierend wirkt. Wie gesagt, eben gegen Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten. Innerlich angewendet, auch eben sehr hochwirksam, aber äußerlich genauso. Ja, vielleicht konnte ich euer Interesse wecken und vielleicht probiert ihr es einfach mal aus. Und es ist eine tolle Alternative zu herkömmlichen Medikamenten. Und wie gesagt, bei uns sehr, sehr hilfreich, wenn man Probleme mit den Bronchien hat oder einfach eine Infekterkältung, dann wird es einfach mal ein paar Wochen hochdosiert angewendet. Ja, und nach ein paar Tagen merkt man schon die Linderung. Es gibt immer Alternativen zur Pharmaindustrie, bloß es ist nicht gewollt. Aber darauf nehme ich natürlich keine Rücksicht. Ich probiere fleißig alles aus und was mir gut tut, wird weiterverwendet. Ich teile meine Erfahrungen hier mit euch. Es soll keine ärztliche Diagnose ersetzen. Ja, lest einfach darüber nach im Anhang. Bleibt gesund. Alles Liebe, eure Rosi.